Willkommen, werte Freunde der Affen. Willkommen zurück. Und wir befinden uns hier immer noch in der zweiten Welt. Das ist aber jetzt auch nicht so verwunderlich. Und wir möchten ja ganz gerne die Werte Tiny finden. Beim letzten Mal habe ich dann irgendwann gesagt, Und ich bin immer noch an dem Punkt, wo ich mir gerade denke, Aber ich glaube, wir müssen zurück. Das glaube ich tatsächlich. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Ich hatte ja so was Schwieriges gesagt, wie ich werde mal überprüfen, was Phase ist. Hier will ich übrigens nicht hin. Habe ich nicht gemacht. Aber jemand hat einen Kommentar geschrieben und ich meine mich zu erinnern, dass er gesagt hat, neben der Mucke. Neben der Mucke findet was statt. Deswegen lasst uns mal zurückgehen zur Mucke. In der Hoffnung, dass ich ungefähr weiß, was Plan ist, ne? Ich habe das Gefühl, dass Wollo gar nichts weiß. Der weiß nichts, Leute. Ah, liegt hier nicht ganz falsch. Ich glaube sogar, ich gehe in die falsche Richtung. Das ist, bin mir da nicht so sicher. Werden wir gleich wissen. Ansonsten ist da ja der Schalter, ne? Der mich an die richtige Stelle bringt. Und falsch. Sehr schön. Immer noch falsch, oder? Hilfe. Nee, hier sind wir richtig. Hier sind wir angeblich richtig. Und ich meine, es war die Rede von Diddy. Ich guck mal. Ich will auch wieder volle Energie haben. Von daher. So, da ist das. Dann muss es das hier sein. Das ist es. Da käme ich zumindest mit Diddy rein. Wenn es das jetzt nicht ist, dann, dann muss ich halt. Ah. Ach, Moment. Momentchen. Da wurde nämlich auch was zu gesagt. Hier war doch irgendwo eine Musikplatte. Junge. Wo ich dann gesagt habe, da ist ja gar nichts passiert. Ich stand nicht richtig drauf, hieß es. Aber wo war das? Sag mal, bin ich denn bescheuert? Vermutlich ja. So, also wir gehen hier nochmal hoch. In die Analyse gehen wir hier nochmal schnell. Weil das erscheint mir alles sehr, sehr merkwürdig. Als wenn ich was übersehe. Ich übersehe doch ganz klar was. Ne, genau. So ist es nämlich. Leute. Und ich Idiot. Da ist dann nämlich... Guck mal. Das ändert alles, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, das war jetzt auch ein bisschen... Das war auch ein bisschen krawanig. Da muss man jetzt auch mal an dieser Stelle so sagen. Das war mir zu krawanig. Also nochmal. Aber ich krieg das hin. So, dann kriegen wir auch Tiny endlich. Dann war das alles gar nicht so schwierig. Wie zuerst angenommen. Bevor das Rätselspiel hier. Aber das ist jetzt auch so ein bisschen das Ding. Warum hat man mir das nicht vernünftig angezeigt? Okay, das hier lässt es schon so ein bisschen. So ein bisschen vermuten, ne? Dass da was ist, aber. Vielleicht sollte ich auch ein bisschen sparsamer hiermit umgehen. Gott, geradeaus laufen ist halt auch die schwierigste Aufgabe in diesem Videospiel. Geh da jetzt hoch. Mach mich nicht schwach. Okay. So, ich stehe richtig, hoffe ich. Wenn hier nichts passiert, werde ich das normal machen. So, auch bis hier was passiert. Aha.
Ja, aber dann ist es auch kein Wunder, dass ich Tiny nicht mehr gefunden habe, ne? Seien wir doch mal ehrlich. Es ist gar kein Wunder. Oh, Gott sei Dank, Mann. Ich hatte schon so Angst. So, es sah so aus, als wäre hier noch ein Weg. Aber der ist dann für Tiny Tiny. Ja? Denn die kann ja ganz klein werden. Das ist ihre Spezialfähigkeit, sozusagen. Kleini Tiny heißt das, meine ich. So. Übrigens spielen wir hier auch wieder die deutsche Version entgegen der Frames. Aber ich dachte mir einfach, ja. Ich will die Texte ganz gerne auf Deutsch haben. Und bei, ich sag mal so, bei Donkey Kong 64 ist es mir egal, ob das mit 25 oder mit 30 Frames am Ende läuft. Ne, ich will das nicht speedrunnen. Ich will auch sonst nichts damit machen. Und ich hab's einfach. So habe ich es halt damals gespielt. Das ist schon okay. Also für mich zumindest. Für euch vielleicht nicht. Aber was interessiert ihr mich, ne? Ein Rätsel. Was könnte das bedeuten? In der Reihenfolge muss ich die jetzt wohl. Würden Sie das bitte unterlassen? Ja, ansonsten steht's da auch noch. Wenn du ganz dummer bist, dann sage mir, was wird hier buchstabiert? Und ich sag mal Kong. Ja. Ja, ich höre schon. Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob man daraus noch irgendwie was Lustiges machen kann, aber kann man nicht. Kannst du einfach nicht. Episch, könnte man jetzt sagen. Das ist eine epische Aufgabe. Das ist halt auch so ein Problem von diesem Videospiel. Dass ganz oft solche Aufgaben kommen, ne? Wo du einfach nur Kong buchstabieren musst oder du musst zählen, bis 20 hochzählen und so. Das ist so ein bisschen. Es sind halt unfassbar viele Aufgaben, die man hier machen muss. Da merkt man schon, dass sie hier und da ein bisschen sich halt was, ne, zusammenfrickeln mussten. So ist es halt. So, wo ist denn jetzt hier das? Ja. Du willst es ja nicht anders. Du willst es nicht anders, du kriegst es. Ja, das ist ausbeutentechnisch nicht schlecht. Geht. So, ich hasse die Viecher, ehrlich gesagt, ne? So, das sind wahrscheinlich nur welche für Tiny. Hm. In Ordnung. Gibt es hier drin eigentlich einen Tauschfass? Das wäre ganz geil, weil dann würde ich den Shit auch direkt mitnehmen. So, und ansonsten war hier, glaube ich, sogar noch ein Weg. Ja, der blaue Weg da. Ach, das ist ein Gegner! Ich glaube, ich habe noch nie gesehen, dass der was gemacht hat. Aber okay, du lernst halt nicht aus, ne? Ist in Ordnung. Gucken wir nochmal, was hier ist. Für Lanky, für Tiny. Noch mehr Lanky-Shit. Ich hatte ja auch gesagt, ich werde mal die Nerdover-Aufzeichnung gucken. Habe ich tatsächlich gemacht. Allerdings noch nicht so viel gesehen. Ich habe nur mal nachgesehen, wie lange er im zweiten Level erstmal so rumgepimmelt ist. Und ich glaube, der Nerdy war ungefähr 4 Stunden in diesem Level. Was ich doch beachtlich fand. Ne? Da muss ich mal gucken, ob ich hier auch 4 Stunden drin bin. Das würde ich krass finden. Also 4 Stunden ist halt schon ein Extrem. Ne? So, jetzt schauen wir mal. Ist hier irgendwo eine Möglichkeit, den Kong zu wechseln? Scheint nicht so. Anderen Worten, ihr verlangt von mir, dass ich jedes Mal rausgehe und dann. Okay. Na gut, wenn es so ist, dann ist es so. Dann würde ich aber auch sogar sagen, dass wir mit Tiny einmal reingehen. Um uns relativ fix auszustatten, ne? Weil wir kommen ja mit Tiny jetzt gar nicht mehr rein. Na gut, egal. Wir kriegen das schon hin. Ab jetzt tauchen die Tiny-Sachen ja auf. Auch du kannst 5 Münzen, ne? Und die hier, weißt du ja. Ja.
I know. So, gucken wir mal, ob wir hier ein bisschen Überblick kriegen. Oh, jetzt alles wieder erkunden. Also die Musik können wir uns ja jetzt schon catchen direkt. Das ist ja... Das können wir und sollten wir auch tun, denke ich. Habe ich jetzt Nein gesagt? Ich dachte schon. Wollte das eigentlich nur kurz wegdrücken. Okay, das ist gar nicht das, was ich dachte. Ich dachte gerade, die kriegt die Triangel. Weil wir die auch gleich gebraucht hätten. Aber gut, dann nicht. Kann ich erstmal mit leben. So, dann... Ja. Wäre halt eigentlich fake, wenn Sachen hier hinter versteckt wären. So, ja, auch wie es ist. Aber wir sind ja gründliche Menschen. Ne? Das ist ein gründliches Let's Play. Ein gründliches, ziemlich blind Let's Play. Halt, wie gesagt, nicht 100% blind, weil ich halt das Spiel halt als Kind schon mal gespielt habe. Aber da habe ich ja auch nicht im Ansatz alles gefunden. Muss man ja auch mal ganz ehrlich sein. Und bisher auch von der Motion Sickness alles tipptopp. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal immer die Kamera falsch eingestellt, weil ich habe auch so ein Gefühl gehabt, dass die Kamera immer super dicht hinter dem Kong ist. Ist sie aber eigentlich gar nicht. So, das ist aber deine Blaupause, ne? Nehmen wir mit. Fehlt, glaube ich, nur noch die Blaupause für Diddy. Müssen wir nachher mal schauen. Ob wir die schon haben oder noch nicht. Es ist einfach so viel, es ist unglaublich. Ich kann es gar nicht glauben. Bin ich ohne Spaß, das ist so gerade, also... Wenn ich das Spiel hier spiele, ich kann nicht glauben, wenn ich hier gerade wieder 7 Bananen einsammle, was ich hier alles zu tun habe. Das ist doch nicht normal. Normal ist das nicht. Kommt man hier nicht direkt zu Cranky? Nice. Weil das müssten wir uns auch leisten können. Nehme ich. Das ist wahrscheinlich der Haarwirbel. Oder was könnte das sein? Nee, Tiny Tiny. Ja gut, das macht Sinn. Das macht noch mehr Sinn als der Haarwirbel. Der Haarwirbel hat cooler mehr. Jetzt kannst du die Spezialfässer mit deinem Gesicht drauf nutzen. Okay. Mehr gibt's nicht. Hm. Gut, dann sind wir Cranky Kong technisch durch für dieses Level erstmal. Erstmal. Ton und natürlich. Warum mache ich das überhaupt? Wäre doch viel schlauer, wenn ich einfach einmal den hier mache. Auf. Zack. Und dann so. Ich muss halt lernen, die Teleporter ein bisschen mehr zu benutzen. Das ist richtig und wichtig, das zu tun. Deswegen nicht so viel rumeiern, mehr teleportieren. Wollen wir da eigentlich nochmal rein? Und wenn überhaupt, wäre das ja sowieso dann mit ihr... Oder mit einem der anderen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. So, offenkundig will ich aber mit ihr einmal da lang. Das ist doch schon mal was. Das ist doch ein guter Hinweis hier. Eine kleine Reihe Bananen. So, ich denke mal... Die wollen wir hier auch unbedingt nochmal hin. Ist das hier eigentlich... Man kommt hier nirgendwo ran, ne? Das ist auch so eine Sache, die mich ein bisschen... Schön. Die mich ein bisschen verwundert. Auch ganz ehrlich. So, Ja gut, komm, machen wir einfach ganz, ganz cremig und gechillt. Suchen dabei halt nicht drauf zu gehen. Auf den Bäumen ist es halt super nervig, die Kamera zu switchen. Ich gehe halt immer auf den Modus, dass ich die Kamera... hinter dem Kong eigentlich haben will. Aber ich sage euch, wie es ist, ne? Das funktioniert dann auch mehr schlecht als recht die meiste Zeit. War ja nicht ein Baum? Gott, oh Gott.
Wie gesagt, mehr schlecht als recht. Stellenweise. Mit der... Ja, genau. Das hatte ich vor mit der Kamera. Soll Leute geben, die sagen, Mario 64 hat eine schlechte Kamera. Ich würde sagen... Nee. Spiel mal das hier. Dann weißt du aber Bescheid. Schlechte Kamera bedeutet, Bruder. Okay, nice. Das freut mich hier. Aber ich will halt auch unbedingt noch Tiny die Waffe geben. Gönn mal Münzen. Sonst, dass wir hier die 40 haben, ist halt schon stark. So, das mache ich halt immer, um mir schnell wieder Energie zu gönnen, ne? Sich jemand wundert. So, wir haben halt nicht genügend Münzen. Es ist einfach auch belastend. Die Tatsache, dass wir bisher nur eine Banane hier geholt haben, wieder ein paar, ist auch ein bisschen... Muss das denn sein? Ja, wunderbar. Schön, okay. Dann direkt wieder zurück. Und dann machen wir auch mal eine Aufgabe mit Donkey einfach. Würde ich sagen, nämlich die hier, die da so drin steckt. Ich will jetzt nicht sagen, es ist eine coole Aufgabe, aber es ist eine Aufgabe, wo ich halt weiß, was abgeht. Oh, mir wird doch gerade was klar, was ich voll oft nicht so richtig benutzt habe. Und zwar können wir ja bei dem Boss zur Not auch umtauschen, ne, den Kong. Im Zweifelsfall. Also ich könnte jetzt zum Beispiel hier rüber switchen. Aber ich glaube, da hinten gab es das auch vorhin. Hoffe, ich täusche mich da nicht. Das wäre unangenehm. Ja, hier ist nämlich auch so ein Boss-Ding. Sind die ein bisschen sehr dicht aneinander, ne? Unnötigerweise, aber gut. Klag dich nicht immer. Versuch's. Wie viele Bananen hast du eigentlich, der DK? Ah, der ist schon durch. Stark. Könnte ja sogar sein, dass wir mit dem hier wieder die 100 sammeln. So, einfach aus reinem Zufall. Kann schon sein. Weil am Ende des Tages ist man ja doch irgendwie überall, ne? Sagen, wie kriegt Diddy den denn? Nee, jetzt mal ernsthaft, wie soll Diddy den bekommen? Muss ich da reinfliegen und den holen? Ist es das? Wankende Wachen. Schleiche durch das Labyrinth hin zur Zielflagge. Okay. Auf Zeit. Und arschdunkel. Sorry, wie es ist. Ich werde mehrfach gefangen genommen. Weil ich halt auch ein ungeduldiger Spieler bin. Außer ich habe Todesglück. Natürlich nicht. War nicht das, was ich wollte. Dann... Nein, ich wusste es. Ich bin halt ungeduldig bei sowas. Also bei sowas mache ich echt den Kornel. Das ist krass. Da habe ich es gar nicht mit. Ich meine, ihr habt mich auch noch nie Metal Gear Solid spielen sehen. Ne? Hat vielleicht einen Grund. Weil ich sagen muss, Metal Gear Solid... Mochte ich sehr. Hatte ich damals in der GameCube-Version. MGS 1 Remake. The Twin Snakes. Und grandios. Also fand ich grandios geil, konnte ich aber nie durchspielen. Weil in irgendeiner Mission kam ich halt nicht mehr weiter. War ich zu dumm. Story of my life. Ein bisschen. Immer irgendwann zu dämlich bin, einfach irgendwas zu schaffen. Ah, das war geil, ey. Boah, das geile Spiel. Das ist gerade die Frage, kannst du mal Let's Playen? Aber weiß ich nicht. Ob ich das wirklich Let's Playen sollte? Eher nicht. Und wenn wir, was muss man zahlen? Ja. Das überlege ich mir dann. Ich weiß, dass einige sich mich wahrscheinlich schon dafür haten. Kann ich auch nachvollziehen. So, ne? Dieses Verkauf. Dieser Sellout.
Das kann ja manchmal schon ein bisschen triggern. Bin ich bei euch. Aber am Ende des Tages müssen wir auch doch sagen, ne? Wir müssen ja gucken, wie ich mich hier irgendwie finanziere. Und wie ich mich refinanziere. Und ja, wenn es halt so momentan ein bisschen besser funktioniert, mich zu refinanzieren, dann mache ich das. Bin ich ganz ehrlich. Irgendwann werde ich euch mal erzählen, was so Phase ist im Leben, ne? Bei mir. Und dann werdet ihr vielleicht es auch ein bisschen besser nachvollziehen können. Und wir brauchen noch zwei mit Diddy. Soweit, so gut. Die zwei mit Diddy könnten wir zum Beispiel jetzt auch ganz fix. Ich mach das jetzt einfach mal so. Ist halt, wie gesagt, viel hin und her laufen schon wieder, aber ist halt auf der anderen Seite auch sicher gehen, dass man es dann hat. Komplett. Aber hier waren ja noch. Aber hier tauchen auch irgendwann die Teile auf. Oh mein Gott, ich glaube, ich muss da einfach nur einmal drauf fliegen. Ich glaube, so war das. Ich bin mir da gerade so zurück im Sinne. So, Diddys Bananenmedaille. Nice. So, jetzt hätte ich ganz gerne nochmal das Flugfeld von Diddy. Ich weiß, dass es eins gab. Wir sind noch kein Mal mit Bruder Diddy geflogen. Auch so ein Unding, ne? Kriegst du eine krasse Fähigkeit zu fliegen und der nutzt es einfach nicht. Das stimmt. Das ist ein Unding, wirklich. Deswegen, Wollo, flieg mal. Ich flieg mal. Oh! Ah, guck mal, und dann tauchen auch. Naja, gut. Dann tauchen auch tatsächlich wieder Sachen auf. Wo man sich die ganze Zeit gefragt hat, was soll ich denn tun? Aber ja. Das erklärt sich jetzt. Ja, gut, dann. Wird das jetzt schon haben? Kann Tiny da ja gleich mal zeigen, was sie kann, ne? Hab ich denn noch nicht die Pistole? Ah. Je war, ne? Oder doch, doch, klar, die hab ich. Ich hab meine Waffe, ich hab alles, was Tiny braucht in Sachen Ausrüstung. Alles gut. Okay, scheint sonst nichts zu sein, dann würde ich sagen. Ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, wir werden erst klein werden müssen. Glaubst du, was ich bin? Vielleicht ein Adler? Viel zu schwer. Ja, ich muss doch selber erstmal gucken, was los ist. So. Gott, ist die klein. Gott, macht es das weit. Und warum hat sie nur 16 oder 17 gerade gehabt? Und das ist noch gar nicht benutzt. Ist das doch übergreifend mit allen Kongs? Ich dachte eigentlich immer nicht. Halt dich fest! Los geht's! Ja, ja. Bringst du mich dann nach oben und ich kann dann da reinfallen, denke ich? Oh, shit! Das ist das! Fuck! Du bist es, Tiny. Okay, wenn du bei der Rutschpartie schneller bist und 50 Münzen sammelst, überlasse ich dir eine goldene Banane. Fuck. Benutze, um zu steuern. Steuer nach vorn, um zu beschleunigen. Und nach hinten, um abzubremsen. Drücke A, um zu springen. Scheiße. Leute, das hier ist, ja, das hier ist so ein Ding. Also, ich hab's halt selber das letzte Mal, keine Ahnung, als Kind gespielt, gefühlt, diese Stelle. Aber ich habe die schon oft bei anderen Leuten gesehen. Und es ist immer so eine Stelle, worauf man sich freut, wenn das jemand spielt. Denn die Leute scheißen immer aufs Übelste rein. Bei dieser Sache. Denn das ist tatsächlich gar nicht mal leicht.
Wäre natürlich jetzt wieder crazy, wenn ich das einfach im First Try hinlegen. Weiß gar nicht, ob. Vielleicht kommt er auch nochmal und es wird schwieriger. Ansonsten versuche ich jetzt natürlich hier einfach den Easy First Try zu machen. Um halt auch meinen gewissen Status, ne, beizubehalten. Das ist ja auch so ein Ding. Ja. Hier einen gewissen Status, den ich verlieren kann. An dem auch immer wieder gesägt wird von den Menschen, ne? Wenn ich mal einmal was nicht sofort schaffe. Weil eigentlich muss man sagen, sägen die Leute nicht wirklich dran. Können sie auch nicht. Das war jetzt aber nicht. Das war nicht die Aufgabe, oder? Bitte in die Kommentare schreiben, ob das die Aufgabe war. Die so schwer. Der kommt nochmal, oder? Du bist besser als ich dachte, Tiny. Hier ist der Preis. Weil das war geschenkt. Das war eine kostenlose Banane, wie man so schön sagt. Die war nice. Ist doch nicht die Aufgabe gewesen. Ist nicht das schwer. Niemals. Wenn doch, ja, bin ich halt mehr auch ein Gottgamer. Ist ja auch wahr. Dann habe ich das wieder gezeigt, ne? Easy. Easy für Wolle Wizard. So, dann lass mal nochmal mit Didi nochmal los. Ich bin halt super zufrieden gerade mit dem Progress in diesem Part. Das macht mich ein bisschen. Das macht mich scharf, wenn ich ehrlich bin. Ich bin jetzt ein bisschen scharf. Ich wollte eigentlich nach dem Part direkt nochmal schnell einkaufen. Also heute, Leute, ne? Ist ja auch wieder live sozusagen, ne? Ihr kriegt den super frisch. Und, Alter, heute ist wieder so ein Tag, wo ich gefühlt so viel zu tun habe, dass es schon nicht mehr schön ist. Wolle und Cornel aufnahmen. Wir haben gerade schon ein bisschen Wolle und Cornel aufgenommen. Das muss Cornelius jetzt rendern an dieser Stelle. Der ist da schon dran. Dann gehe ich einkaufen. Ja, während das hier hochlädt. Dann geht's weiter mit Wolle und Cornel Aufnahmen. Dann geht's weiter mit Aufnahmen für mich. Dann muss ich aufräumen. Dann muss ich den Taxiteller machen fürs Wochenendvideo. Auf Wolle und Cornel. Das muss auch aufgenommen werden. Dann muss ich den PC drüben aufbauen und so. Das ist ganz schön viel Aufwand. Halt wirklich ganz schön viel Aufwand. Und, ja, das ist, also ich habe heute bis, weiß ich nicht, 22 Uhr zu tun. Wir haben jetzt 12. Das ist wie immer sehr schön. Nee, warte, hier will ich noch gar nicht hin. Ich würde gerne erstmal kurz da gucken. Ich will hier nämlich gar keine große Aktion mehr triggern. Das ist einfach, weil es zeitlich für mich zu knapp ist. Um große Aktionen zu triggern, liebe Freunde, sorry. Wie gesagt, wir haben in dem Part ganz gut was geschafft. Soll man da füttern? Hm? Okay, ich hoffe, das kann ich mir bis zur nächsten Aufnahme merken. Freunde, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal Affen64 wieder mit dabei. Wenn es affig und bananig weitergeht. Bis dann und ciao.